father never went to see the children for 5 long years. Das Thema Shared Parenting ist kein Thema Frauen gegen Männer oder umgekehrt. Es ist primär ein zentrales Thema zum Schutz von Kindern. Von Kindern in einer humanen und aufgeklärten Gesellschaft. Die Diskriminierung der Väter in Trennungsfamilien verstößt gegen nationales und internationales Verfassungsrecht. Dies muss auf internationaler und nationaler Ebene geändert werden. In dieser Kommission, in dieser Chancengleichheitskommission, sprechen wir hier von Rechten, die missachtet werden, von Ungleichheiten und von Diskriminierung. Da geht es um die Diskriminierung von Vätern in Scheidungsfällen, ihre Rechte in Bezug auf ihre Kinder, aber auch die Rechte der Kinder gegenüber den Vätern. Die Mutterrolle hat sich gewandelt, die Vaterrolle hat sich gewandelt, die Erwerbssituation von Eltern hat sich gewandelt, das Familienleben, das Kindererleben ist anders, als es vor 50 Jahren war. Das Familienrecht, das in den meisten Ländern Gültigkeit hat, das auch in Deutschland noch Gültigkeit hat, ist aber älter als 50 Jahre. Es ist diesen Schritt nicht mitgegangen. Es geht also nicht darum, irgendeine neue Idee zu etablieren, sondern es geht darum, gesellschaftlichen Wandel nachzuvollziehen, indem das Recht sich anpasst, mitgeht und passende Lösungen zur Verfügung stehen.